So, und hier habe ich eine Kaffeesatzlesung für euch heute. Das ist eine private. Die mache ich jetzt hier öffentlich, denn ich finde sie unglaublich schön. Wir sehen hier einen großen Lavastein, der uns gute Energie des Schutzes gibt, beschützt uns vor den Lügen und vor Schwarzmagiern und vor Sekten. Sekten, die ihr Glauben verteilen. Dann haben wir hier einen großen Langhalsdinosaurier, schaut mal. Oder eine Schildkröte. Eine wunderschön gemalte Schildkröte haben wir hier. Schöner geht's ja gar nicht. Und die stammen ja, die Schildkröten, von den Langhalsdinosauriern ab, die früher gelebt haben, oder nicht? Irre ich mich da? Irgendwie sowas. Die Schildkröte. Dann haben wir hier 1, 2, 3 Flammen im Herzen von Gott. Das Herz von Gott. Beschützt von dieser Schildkröte. In voller Liebe. Oh, hier haben wir ein weinendes Gesicht. Da hat jemand geweint. Haben wir hier noch alles? Was soll das hier sein? Da kommt etwas aus dem Moor, aus dem Schlamm. Seht ihr, was das ist, was das bedeuten soll? Ich würde mal sagen, es ist ein männliches Geschlechtsteil. Oh, ein Drache ist das hier, ja. Schaut mal den schönen Drachen hier oben, wo dieses Geschlechtsteil beschützt. Denn das ist die Waffe von Gott hier. Guck mal, das ist der Kopf von der Schildkröte. Wie schön ist denn das? Dieses Geschlechtsteil wird viele, viele Kinder bekommen. Viele, viele Kinder erzeugen. Von Gott erlaubt. Und was haben wir hier? Was soll das darstellen? Das ist wahrscheinlich. Sieht aus wie ein Gehirn. Schaut mal, ein Gehirn. Wow, das ist ja interessant. Das ist ein Gehirn. Schaut mal hier, ganz klar zu erkennen und die richtige Form. Mit der Zirbeldrüse in der Mitte. Das ist ganz deutlich ein Gehirn zu erkennen. Ich sehe es außerhalb der Kamera noch besser. Das Gehirn ist beschützt von Gold. Schaut mal, da ist ein Pferd. Pferde sind unsere Freunde. Und da ist ein Mann mit einem Ball, Fußball hier und Pferd und Gehirn. Passt auf euren Kopf auf beim Spielen und beim Reiten. Setzt immer einen Helm auf und passt beim Fußballspielen auf und beim Reiten immer einen Helm aufziehen. Würde ich jetzt mal sagen. Dann haben wir hier auch wieder ein Schützer, ein Drachen, ein Beschützer Drachenschlange, wo das alles beschützt. Und da kommt großer Energieeinfluss wieder. Gold, lachendes Gesicht. Hier ist das heilige Wasser, der heilige Schutz von Gott ins Auge. Wir sehen mit Gott seiner Kraft. Wieder ein Drachenschlange. Ganz viele Drachen und Schlangen.
Ah ja, jetzt erkenne ich hier das Gesicht. Ein Zwerg ist immer für uns da. Und hier ist eine Prinzessin, eine Königin, eine Elfenkönigin, die immer für uns da ist, Elpona. Ja, die zaubert für uns immer alles schön. Schaut mal, hier ist sie. Die beschützt uns mit ihrem reinen Herzen und ihrer großen Krone, ihrer großen Kraft. Mit Feuer, Wasser, im Pentagramm, allen Elementen, Erde, Luft und Äther. Und hier haben wir was noch. Die lässt die Energien frei mit dem Heiligen Kreuz. Alle, die schlechte Laune verbreiten wollen, haben keine Chance durch das Heilige Kreuz. Seht ihr? Das Heilige Kreuz auf dem schlecht gelaunten Gesicht, womit uns schimpfen will. Hier auch ein Kreuz. Der Schutz von Gott. Und hier haben wir wieder die Fledermaus. Eine ganz kleine. Und hier haben wir eine kleine Ente oder Schwan. Und hier haben wir die Vögel, die Zugvögel kommen und Fledermäuse. Hier ist auch eine Fledermaus. Und da ist eine Fledermaus und da ist ein Vogel. Ein Falke ist das. So, und was haben wir hier unten? Oh, eine schwarze Macht, die uns fressen will. Aber hatten wir hier nicht den Lavastein, der uns davor beschützt? Genau, hier sehe ich es ja wieder, seht ihr? Ich weiß gar nicht, dass ich schon einmal drum bin. Hier ist dieses Sekte, wo ich gemeint habe, ne? Da sind wir beschützt von Lava, von Mutter Erdes Lava, die rauskommt und daraus schwarze Steine sind, die uns am meisten beschützen. Was dieser Strich ist, ein Strich, Schluss, aus, Stopp, halt, Amen. Was haben wir denn da oben, Süßes? Die Schnecke hat ein Bett, ein Krankenbett mit jemand drinne. Schaut mal, wie vom Krankenhaus. Und da ist so ein Dings. Und das wird gezogen. Da erkennt man es ganz deutlich. Seht ihr das? So ein Krankenbett, wie man hat, wo man sich hochziehen kann, hat die Schnecke, sage ich, die Schildkröte auf dem Rücken und es wird gezogen. Die Schildkröte beschützt uns und heilt uns mit ihrer Energie. Und dieser Strich, Schluss, bedeutet Schluss, Stopp, aus, halt. Jetzt ist vorbei, jetzt reicht's. Und hier die Schildkröten kriegen Babys. Das ist sicher. Die vermehren sich. Hier auch eine Schildkröte. Eins, zwei. Die Schildkröte hat große Macht. Das war's.